Ein höfisches Anwesen fordert eine höfische Rarität. Ursula und Heinz Kirschstein trafen mit ihren Hofnarren ins Schwarze. Wenn so ein Stück bei uns in den Händlerraum kommt, da steht für mich sofort fest, diese Porzellanfigur, die muss ich haben. Die ist selten, die ist für Sammler genau das Richtige. Da schlägt das Händlerherz einfach höher. Diese Figurengruppe stammt von einem der berühmtesten Meißner Porzellanmodelleure des 18. Jahrhunderts. Und dieser Mann hieß Johann Joachim Kentler. Das ist einer der berühmtesten Köpfe der Meißner Manufaktur im 18. Jahrhundert gewesen und wurde auch im 19. Jahrhundert wieder aufgelegt und neu interpretiert sozusagen. Und den kennt man einfach, an dem kommt man nicht vorbei. Diese beiden Personen sind sehr berühmt. Das sind die sächsischen Hofnarren. Ich hoffe, Sie haben das gesehen. Beide Hände. Ich dachte, sind eine gebrochen. Nur. Beide. Ah. Eine war mal abgefallen, das war's. Beide sind gebrochen. Hier. Am Stiefel. Stiefel ist beschädigt. Mhm. Und dann, wenn Sie hier vorne die Rüschen anschauen, hier, das ganze Stück fehlt auch. Oh. Sammler sind immer relativ eigen, wenn es um Beschädigungen bei Porzellanfiguren geht. Aber man kann sagen, je seltener eine Figur ist, desto eher nimmt man Beschädigungen und auch Restaurierungen in Kauf. In diesem Zustand ist die Gruppe für mich 2000 bis 2500 Euro. Ja, immerhin. Horst, das ist eine Kentlergruppe. Oh. Oh, ne? Ja, das also, ist ja was Tolles. Ja. Okay. Nee. Also von hinten sieht das schon mal gut aus. Wenn die so alte französische Bronzierungen haben, sind die immer alt. Das ist doch der Schmiedel und der Fröhlich. Ja, genau. Aha. Wenn ich Porzellan sehe und dann ist es auch noch von Meißen, dann weiß ich sofort, okay, da gehe ich bis zum Ende. Ich möchte diese Figur haben und auch bei der Figurengruppe war das nicht anders. Ich fange mit 800 Euro an. 850. 900 Euro ist es mir auf jeden Fall wert. 1000 Euro. 1100. Ich bin nicht so der Händler, der sich irgendwelche Schmerzgrenzen im Kopf setzt. Gerade nicht bei so einem Auktionsverhältnis. Da mache ich das aus dem Bauch raus. Und wenn dann zum Beispiel der Daniel mir noch an den Fersen hängt, dann tue ich auch alles, um ihn abzuhängen. 1150. 1180. 1200. Gut. Dann bin ich auch weg. Gucken wir. 50. Ja, ein 50er mache ich noch mehr. Ja. 1250 Euro. Okay, gut. Ich habe mich in dem Moment des Zuschlags dann riesig gefreut, dass ich den erhalten habe. War ein süßes Paar und Sympathie spielt auch immer eine Rolle. So, kannst du wieder anfangen. Also, auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Sehr nett, sehr elegant das Paar. Wiedersehen, ja. Hat uns gefreut. Tschüss. Ja. Ich habe die Porzellanfigur jetzt der Silke Roma gegeben. Das ist eine Porzellanrestauratorin, die auch für Meißen und für Museen arbeitet. Und das zeugt für mich von hoher Qualität. Und jetzt verlasse ich mich da ganz auf sie. In ihrem Atelier macht sich die Restauratorin erstmal an die Säuberung der Figur. Als nächstes würden jetzt die Ergänzungen gemacht werden. Und um diese bearbeiten zu können, braucht man ein Negativ, um an dieses Negativ anarbeiten zu können. Dafür wird eine Silikonmasse mit einem Härter verknetet. Wenn diese Massen zusammengeknetet sind, habe ich ungefähr eine Minute Zeit, um die Negative anzubringen oder um mir ein Negativ abnehmen zu können. Die Negative für Zopf und Stiefel werden mit Hilfe einer Vorlage aus dem Meißenarchiv geformt. Also für die Ergänzungsmasse muss ich den richtigen Farbton herausfinden, weil weiß nicht gleich weiß ist. Da gibt es verschiedene Töne. Und hier habe ich Proben, nach denen kann ich mich richten. Und ich setze also die Proben an und gucke, welche passt. Und habe hier mich für Eis 1 entschieden. Eis 1 kommt eigentlich dem Porzellanton sehr nahe. Die Ergänzungsmasse, die darf man nur 2 mm auftragen, weil diese Masse mit UV-Licht ausgehärtet wird und das UV-Licht geht nur durch 2 mm. Der Vorgang muss dementsprechend mehrmals wiederholt werden. Die Rüsche von dem Ärmel kann ich nicht einfach mit einem Negativ nachmodellieren, weil die beiden Seiten unterschiedlich aussehen. Also habe ich diese Seite, die fehlt, nachmodelliert frei.
mit der Hand und dann angesetzt. Und dann muss es halt so aussehen, dass es stimmig ist. Nun werden die modellierten Stücke verklebt. Für die Klebung benutze ich ein Epoxidharz. Der besteht aus einem Harz und einem Härter. Und diese beiden Komponenten müssen zusammen gemischt werden in einem Verhältnis 1:3. Und das wird idealerweise auf einer Waage gemacht, damit die Mischung hundertprozentig stimmt. Der Kleber ist so dünn, dass er in jede Ritze läuft. Dabei werden auch die schlecht angeklebten Hände neu befestigt. Je nachdem, was so modelliert werden muss, also neu angesetzt werden muss, je nach Materialstärke dauert die Trocknungszeit von solchen Stücken auch mal schnell 2-3 Tage. Bevor man sie dann bemalen kann, dann muss es wieder trocknen. Also die ganze Porzellanrestaurierung kann bis zu einer Woche dauern. Der Kleber ist trocken. Jetzt geht es an den Feinschliff und die Retusche. Die Farbe wird angemischt und dann wird erst mal eine Probe aufgepinselt, ob die dem Farbton entspricht. Frau Romer benutzt wasserbeständige Acrylfarbe, damit beim Reinigen der Figur die Farbe nicht abblättert. Die letzten Arbeitsschritte sind jetzt, dass über die Retusche ein Schutzlack drüber gezogen wird, damit auch der Glanz ähnlich ist wie auf dem Porzellan. Und die Probe wird noch sorgfältig mit Aceton entfernt. In der Restaurierung ist es natürlich immer so, dass man ewig dran arbeiten kann. Aber hier ist es doch so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt bin ich richtig gespannt. Oha. Ja. Herr Karl, hier ist die Figur, die ist jetzt fertig restauriert. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles kaputt war. Ich glaube, die Hände. Eine gute Restaurierung erkennt man daran, dass man nicht mehr erkennt, wo überhaupt die Schadstellen waren. Also man gibt die Figur ab, kommt eine Woche später wieder und sucht dann am Ende die Fehlstellen. Wenn sie einem nicht auffallen, dann ist es richtig gut gemacht. Da bin ich absolut zufrieden. Toll. Sehr, sehr schöne Arbeit. Schön, gefällt danke. Mir gut. Die Schadstellen wurden erfolgreich von Frau Romer eliminiert und sind so gut wie gar nicht mehr zu erkennen. Die Figur habe ich für 1250 gekauft. 300 Euro kostet die Restaurierung ungefähr. Dann sind wir bei 1550 im Einkauf. Ich muss sie aber wirklich als restauriert verkaufen. Also ich kann jetzt nicht sagen, da ist nichts gemacht worden, wie es im Originalzustand. Sondern als Händler bin ich verpflichtet, die Restaurierungsstellen auch zu benennen und das Teil so zu verkaufen und muss natürlich auch den Preis danach anpassen. Und ich denke, dass ich dann am Ende so 2000, 2500 Euro dafür noch kriegen kann. Liebe Baris Ferraris-Fans, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch die Restaurierung. Ich bin total fasziniert und ich bin natürlich auch ganz gespannt auf euer Feedback. Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und schaltet die nächste Folge wieder ein.